Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zurück zu Foundation. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, ja, wir haben ja in der letzten Folge doch so einiges gebaut, obwohl es eine super entspannte Folge war, ne? Wir haben hier nochmal eine Erweiterung gebaut. Wir haben hier die Bäreninsel. Ne? Wir haben nochmal zwei Sammlerhütten reingebaut, dass der Vorrat halt auch definitiv nicht verloren geht. Wir erweitern hier auch nochmal um zwei Sammler. Wir haben ja noch ein paar Arbeitslose. Wir haben einen Fischteich mit der Mod dazu geholt, dass ein bisschen Fisch da ist, ne? Die fangen hier an, gerade die Häuser zu bauen. Total cool. Wir haben hier einen Bereich abgetrennt, wo wir eben sagen, dass die Kirche dahin soll, wenn es dann mal soweit ist, ne? Wenn wir eine richtige Kirche kriegen. Und dass die Leute halt hier vorbei können. Ne? Jetzt muss ich bloß mal schnell schauen. Genau, das ist in Ordnung. Ne? Da können sie eben halt hier wunderbar drumherum. Ich mache mal hier tatsächlich noch mal ein bisschen den Weg weiter, dass das dann auch wirklich so ist. Ne? Hier will jetzt noch keiner wohnen. Ne? Das ist halt Quatsch, aber dass wir schon mal so ein bisschen den Anhaltspunkt haben, ne? Und dann kannst du eben halt auch wunderbar hier rumgehen, ne? Und wenn du sagst, okay, hast jetzt dann, keine Ahnung, vielleicht hier unten dann doch die Schaffarm oder sowas. Nicht mal, hier wäre ja echt schön Platz oder die Getreidefarm oder sowas, ne? Der Jeff hat ja eh geschrieben, wenn du eine Hopfenfarm und also wenn du Bier produzieren willst, dann brauchst du sowieso mindestens zwei Getreidefarmen. Und dann wird sich halt anbieten, dass man einfach sagt, so hier unten oder hier unten kommen dann eben halt die Getreidefarmen oder sowas hin für die Bäcker. Ne? Das ist ja mehr oder weniger dann das Zentrum so ein Stück weit. Ne? Und dann hast du hier Bäckereien und es ist eben halt vom Marktplatz her, muss man dann gucken, ob man den Marktplatz vielleicht von hier dann eventuell nach dahin setzt oder sowas. Das muss man dann mal schauen, ne? Wir haben jedenfalls noch einen Teil Dorfkirche angebaut, beziehungsweise hier üben angesetzt, ne? Dass eben halt die dort auch den Glauben haben können. Aber für die reicht es hier nicht. Wir müssen also hier nochmal einen kleinen Bereich, eine kleine Dorfkirche bauen. Dass wir da einfach das alles so ein bisschen abgedeckt haben. Und ich überlege eigentlich auch so ein Stück weit, dass vielleicht mache ich es hier an der Straße dran. Ich würde sie gern so ein bisschen, ja, ich würde sie schon gern so ein bisschen, wir können doch hier, ne, zusätzliche Gebäude, genau, und dann hier geht es erst ab 12 bürgerliche, 20 bürgerliche, ne, das ist halt noch nichts. Das will ich noch nicht. Hölzerner Wehrturm, das könnte man schon machen. Dann würden wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen was freischalten, ne? Dann bauen wir nochmal einen Wehrturm. So, aber erst machen wir die Kirche. Ne? Dann machen wir hier nochmal eine Dorfkirche. Und vielleicht sagen wir auch wirklich einfach, okay, das machen wir hier hin. Das ist halt schön, wäre jetzt cool, wenn wir wüssten, wo eben halt so einen Weg hinführen könnte, ne? Aber, ja. So. Und ich hätte eigentlich gerne irgendwie, hier geht's leider gar nicht, ne? Ah, schade. Ich hätte den Turm gern irgendwie so ziemlich zentral gehabt. Wisst ihr, was ich meine? So. Und das müssen wir auf alle Fälle hoch machen. Das würde ich gerne ein bisschen tiefer, also dass das so ein bisschen versetzt ist. Ne? Oh Gott, schon schön, ne? Ich muss bloß. Okay, jetzt würde ich tatsächlich sagen, wir machen hier die zwei letzten Arbeiter mit rein. Genau, dass wir da auf alle Fälle. So, weil hier, das ist hierdurch abgedeckt, ne? Und dann haben wir hier nämlich die Möglichkeit, hier hast du dann die abgedeckt. Und wenn wir dann hier weiter rausgehen mit den Leuten, ne, dann hätten wir eben halt hier auch alles abgedeckt. Hier in dem Bereich, ne? Das finde ich gar nicht so schlecht. Gut. Ah, guck mal da, Steinerweiterung. Mhm.
schon schön, ne? Mit dem Siegeln. Das quält mir sowieso besser wie mit dem Stroh. Aber es ist ja auch nur eine Dorfkirche, ne? Okay, weißt du was, nee, wir machen. Aber der Turm ist halt auch so, ne? Aber ist es jetzt das Hauptgebäude? Schon eine Steinerweiterung, ist das tatsächlich okay? So, und ich hätte dann eigentlich irgendwann gern die Steingräber gebaut, ne? Und daher würde ich gerne. Wieso geht das hier nicht? Hier würde es gehen, oder was? Aber hier geht es auch nicht. Geht das hier? Nee, das geht hier nicht. Das ist also tatsächlich ganz schlecht gemacht. Sehr schade. Okay, gut. Dann würde ich die hier, glaube ich, ganz weglassen und würde tatsächlich einfach nur nochmal irgendwie so, was ist, wenn ich das dann so hoch baue, kann ich hier dann, auch hier kann ich dann keinen, ah ja, okay. Mhm. So. Ne, können wir so lassen, oder? Was sagt ihr? Und dann würde ich aber. Jetzt hast du, die sind jetzt fertig. Okay. Nee. M-m. Das gefällt mir nicht. Wir müssen das andersrum machen. So. Ah, das passt da auch nicht so gut hin. So, pass mal auf. Dann machen wir das nämlich so. Den Turm können wir da schon stehen lassen. Was ich aber auf alle Fälle will, ist, halt das Kreuz in die richtige Richtung. Das müsste passen. Genau, und dann pass mal auf. Dann machen wir das doch so. Dass wir das so ein Stück weit gerade machen und dann können wir hier vorne dann nämlich, also warte, ich stelle sie hin, dann können wir nämlich hier vorne Gräber hinmachen, beziehungsweise ich glaube, ich mache sie halt da hinten hin. Weil jetzt kannst du nämlich einfach sagen, so, gucke mal. Na, so sieht halt nicht ganz so schön aus, ne? Es ist halt. Okay, das sieht cool aus. Das schaut toll aus. Das finde ich gut. Vor allen Dingen kannst du jetzt einfach auch sagen, okay, gut, wir machen, das ist ein Hauptgebäude. Ja, sieht schon ein bisschen anders aus. Okay. Kannst das hier halt nochmal erweitern. Das können wir eigentlich auch gleich machen. Wird mega teuer. Aber ich finde, das ist halt, es ist ja nur, ich weiß, es ist nur eine Dorfkirche, ne? Es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber A, haben wir eben halt hier dann schon nochmal auch einen großen Bereich. B, kannst du ja wirklich dann irgendwann einen schönen Friedhof machen, wenn du mal Steine Überschuss hast. Kannst du das mit den Steingräbern hier wunderbar machen. Du kannst hier durch die Ecke, durch die L-Form, kannst du hier wunderbar noch einen Zaun hinmachen. Mir gefällt es wahnsinnig gut. Also ich finde die hier nicht so schön, aber jetzt hast du hier. Cool, fände ich ja hier nochmal so einen. Genau. So. Mega. Mega. Einfach nur toll. Und du kannst sagen, okay, du hast hier nochmal Platz für ein weiteres Gebäude, ne? Also du kannst hier tatsächlich nochmal Wohnhäuser hinbauen, ne? Und das ist halt toll. Ja, du kannst auch nochmal ein bisschen rücken. Okay, mal. Ups. Wir können ja mal gucken. Pass mal auf, wie ist denn das hier? Ach, gucke mal, da hast du das Haus nämlich auch gar nicht drinnen, okay. Dann müssen wir tatsächlich doch ein bisschen weiter ran. Dann machen wir es doch so. Weil ich bin mir nicht sicher, ob ich es damit. Nee, ich glaube, damit kriege ich es auch nicht. Ja, die Kirche muss schon größer sein, ne? Ich glaube schon, dass die Kirche größer ist, aber ich denke, so passt's. So. Ja, und dann hast du hier eben halt die Möglichkeit zu sagen, okay, gut, du machst jetzt hier einfach nochmal
keine Ahnung, wir machen jetzt hier einfach mal so einen Weg hin. Ja, das ist halt einfach nur zur Abtrennung. Ja, da hast du hier die Möglichkeit. Warte mal, wir machen es ein bisschen weiter rüber. So. Ja, ne, eigentlich schon. So, und jetzt kannst du hier nämlich wunderbar das Teil gerade dran stellen und hast halt die Möglichkeit zu sagen, ey, cool, da kommst du halt noch vorbei. Ja, und hier kommt dann eben... Cool. Superschön. Finde ich ganz, ganz toll. Gefällt mir richtig gut. Ist total schick. Sehr schön. Na dann, auf geht's. Bauen wir los. Wahnsinn. So, hier muss ich jetzt tatsächlich leider aufmachen, damit die hier rankommen. Ich glaube nämlich, dass das halt tatsächlich so ein bisschen schwierig ist, gerade mit dem Holz, ne? Irgendwie so holzmäßig tun die sich gerade, obwohl eigentlich, ne? Ich glaube, es wäre tatsächlich angebracht, nochmal zu sagen, nochmal einen zweiten Holzfäller, aber da müssten wir erweitern. Passt auf. Es ist genug Gold da. Wir holen uns jetzt das Territorium dazu, damit wir hier hinten die Möglichkeit haben, einfach mehr abzuholzen. So. Genau. Da, ne? Okay. Und dann bauen wir auch tatsächlich nochmal einen neuen Holzfäller. Jetzt haben wir den da. Ja, den machen wir gegenüber und dann, weil dann müssen sie halt ein bisschen laufen, ne? Dann obwohl ich es jetzt nicht so dramatisch finde. Könnt's auch so schief machen, ne? Ist auch cool. So, dann gucken wir mal. Ne, ob man dann irgendwie hier so einen Weg hin macht oder so. Jetzt hast du ja, lieber Jeff, geschrieben, dass man dieses nicht hier verbotenes Land und sowas, ne? Dass man die Straßen ein bisschen kontrollierter machen kann und sowas. Aber da steht ja, niemand darf das Land, ne, darf dahin. Was ist, wenn ich das jetzt eben halt hier so drüber ziehe oder was, ne? Ich meine, gehen die dann trotzdem noch in die Häuser oder sowas? Also ich traue mich gar nicht, das auszuprobieren. Aber ich habe so ein bisschen Bedenken, wie sich das auswirkt, ne, auf das alles. So, das müssen wir wieder wegmachen. Ich meine, im Moment stört es mich jetzt nicht so. Ne? Die suchen sich ja die kürzesten Wege raus und es ist halt wirklich interessant. Niemand läuft über diesen, ne? Die laufen hier tatsächlich ganz exakt. Krass. Genau, also das würde mich tatsächlich mal interessieren. Marktplatz läuft, ne? Obwohl sie die Fische gar nicht kaufen. Warum kauft ihr die Fische nicht, Leute? Habt ihr keinen Bock auf Fisch? Vielleicht brauchen sie Fische auch noch nicht. Kann natürlich sein, dass es erst mit dem nächsten kommt. Ich weiß es gar nicht. Diese Woche wurde nichts verkauft. Eigentlich sehr schade, ne? Ne, nicht Honig, Fisch. Echt schade. Tatsächlich. Keine Ahnung, aber vielleicht ist das eher wie Brot, dass die sagen, okay, Fisch kaufen sie halt erst wie Brot, wenn Brot gebraucht wird. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich mich schon traue, Brot zu verkaufen. So machen wir eigentlich. Ich meine, wir haben jetzt 4 Arbeitslose, ne? Könnten wir aber erstmal für die Soldaten benutzen, ne? Boah, einen hölzernen Wehrturm, ne? Wo machen wir den denn hin? Da müssten wir eigentlich erstmal... So, pass mal auf, warte mal. Jetzt machen wir das mal so. Hier wird jetzt erstmal nichts abgedingstelt. Die sollen jetzt erstmal hier hinten den Wald machen. Der hölzerne Wehrturm, ne? Wo machen wir den hin? Eigentlich müsste es ja schon so ein bisschen weiter hier irgendwie machen, aber neben der Kirche ist so... Und hier...
Naja, wenn du sagst, du holst dir das Stück Land dazu, kannst du das halt hier hinter machen, ne? Oder halt hier das Land dazu und dann machst du es halt da so hin. Wobei wir ja eigentlich nicht so viele Dinger dazu holen wollten, ne? Aber hinter die Kirche will ich es eigentlich auch nicht machen, weil ich meine, es sind Soldaten, die trainieren und sowas, ne? Gute Frage, nächste Frage. Ich meine, gebaut werden muss er ja irgendwann, ne? Früher oder später. Oder vielleicht wirklich hier so. Und das ist ganz schön weit weg, ne, vom Schuss. Ja, ist immer wieder das Gleiche mit der Kirche, ne? Ist bloß Stein gewesen. Schade. Tja, gute Frage, ne? Also beim Herrenhaus finde ich es jetzt irgendwie auch nicht so cool. Also tatsächlich mir gerade so das Stück hier hinten echt. Hier sind dann noch Beeren. Aber wird dann natürlich auch teuer, ne? Muss ja ein bisschen gucken, ne? Ey, no risk, no fun, Leute. No risk, no fun. So, hölzerner Wehrturm. Warte mal, Administration. Dann haben wir jetzt hier einfach auch genug Platz. Und man eigentlich, es reicht ja auch erstmal, wenn wir bloß so ein Stückchen was bauen. Es soll ja bloß erstmal da sein. Wir müssen bloß aufpassen, dass es eigentlich nicht zu teuer wird, ne? Upsi. Achso, ich dachte, das ist eigentlich. Ah, da. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht eigentlich was, was weiter oben ist? Ach, das ist oben? Und das ist unten? Hä? Ich bin total verwirrt. Mhm. Okay. Ich finde, auf beiden Seiten einen Ausgang haben vielleicht gar nicht so schlecht. Hm? Müssen wir mal gucken. Ich finde das viel schöner und es ist wesentlich günstiger. Das ist sehr lustig. Hier brauchen wir aber Stoff, ne? Und das sind dann aber die Sachen, die zum Verzieren da sind. Okay, cool. Ja, das muss man dann gucken. Genau, ich würde auf alle Fälle schon mal eine Trainingspuppe hinstellen wollen. Boah, krass, wie viele Erweiterungen es gibt, ne? Es ist echt cool. Mega. Aber das ist auch wahnsinnig teuer alles, ne? Steinerweiterung. Warum ist das hier? Hat das was mit Attraktivität zu tun? Kann mit einer Funktion, okay. So. Ich will eigentlich gar nicht zu viel bauen, ne? Noch nicht. Ich will wirklich noch nicht zu viel bauen. Echt. Das ist so. So, und jetzt aber trotzdem eine Attrappe zum Üben.
Das ist jetzt ähnlich, ne? Müssen wir erstmal gucken, wie wir das am besten organisieren, ha? Huh? Wenn man sagt, ne, man macht hier wirklich erstmal so den Schluss. So, und dann hier halt eine Mauer drumrum. Könnte man schon machen, ne? So, und die Puppen stellen wir dahinter. Ich tue mich schwer, ne? Weil ich einfach nicht... Ich würde es halt besonders cool haben wollen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich so cool hinbekomme. Das ist so... Nee. Okay. Was? Oh. Was? Wir müssen erstmal Geld sparen. Okay, jetzt haben wir es. So, jetzt sind wir pleite. Jetzt lassen wir erstmal die Finger von der Tastatur. Weil jetzt haben wir mega viel Geld ausgegeben. Von daher müssen wir jetzt erstmal gucken, ne? Das sind dann wirklich die Leute, die ziehen dann hier ein, ne? Also das, ja. Kommt dann. Haben wir hier genug Leute drinnen? Nee, hier haben wir noch nicht genug Leute drin. Pass auf, dann machen wir erstmal das da. Dann haben wir auf alle Fälle genügend Ressourcen, was Beeren angeht. Ich glaube, wir müssen mit den Brunnen mal noch ein bisschen wieder nachlegen. Weil hier ist ein Brunnen, aber hier ist keiner tatsächlich, ne? Aber hier ist halt so ein bisschen doof, ne? Ich würde gern hier einen bauen. So, da. Da. Ja, müssen wir auf alle Fälle dann hier irgendwo einen hinbauen. Da. Da. Hier ist auch keiner. Das heißt, wir bauen auf alle Fälle einen hier hin. So, okay. So, dann ist hier erstmal wieder ein bisschen was gemacht. Sehr schön. Gut, wir kennen Leute. Ja, toll. Krass, das sind ganz schön viele. Aber ich will eigentlich, dass die alle Häuser haben und dann von daher, das wird schon. So, da wollte ich jetzt keine Häuser mehr hin. Da tatsächlich dürfen noch Häuser hin, aber da will irgendwie keiner, ne? Keine Ahnung. Bist du wahrscheinlich durch die Straße einfach blöd gelaufen, ne? So, hier müssen wir auf alle Fälle wegmachen. Das geht leider nicht mehr. Aber wir könnten hier auf alle Fälle. So. Wir könnten, damit wir da eine bessere Abschätzung haben, hier einen Zaun noch hinmachen auf die andere Seite. Genau, dann haben wir hier nämlich einen Zaun zu stehen. Wir machen das. So, und jetzt machen wir hier einfach so einen Durchgang. Wir machen auf Höhe von der Mauer. Ne? So. Dann haben wir hier schon mal die zwei Zäune. Und dann würde ich da jetzt mit der Dekoration weitermachen. Ne? Wir haben hier ja wunderbar diese Steine. Das ist so cool, dass wir die da hinhauen können. So. Kohlehaufen, okay. Ach, das sind gar nicht die... was ist denn das jetzt für eine Mod? Die kommt mir so unbekannt vor. Eine Palme. Okay, das ist jetzt tatsächlich doch eine andere Mod, wie ich gedacht habe. Upsi. Okay. Steinhaufen. Laterne. Aha. Okay, das ist schön.
Okay. Oh, bauen. Alles klar. Okay. Das wird aber auch direkt abgezogen. Nee, das ist ja in Ordnung. So, das ist gar nicht die Mod gewesen, ne? Wieso denn die ausgefallene Mod da? Dann wieder eine Buche. Und eine Birke. Und dann wieder Sträucher. Was? Die sind halt riesig, ne? Das ist so ein bisschen das, was mir Kopfzerbrechen bereitet, weil die so gigantisch groß sind, ne? So. Jetzt haben wir hier auf alle Fälle ein bisschen Attraktivität und wir haben doch noch dieses ausgelassene Natur... dieses, andere. Naturdekorationen. Ich glaube, das war's, ne? Ja. Genau. Ja, gut, einen Sumpfbaum müssen wir da jetzt nicht hinstellen. Den Baumstamm mit den Pilzen, den finde ich allerdings ziemlich hübsch. Den finde ich sogar ziemlich cool. Das können wir machen. So. Und dann machen wir dahinter eben halt noch so ein bisschen, naja, wenn dann halt das Gras, ne? So. Und dann haben wir hier nämlich noch die Steine. Nee, das sieht da nicht gut aus. Nee, das sieht nicht gut aus. Ich meine, die geben jetzt, glaube ich, keine Attraktivität, aber es sieht halt irgendwie ein Stück weit echter aus, wenn du da so ein paar Steine zu stehen hast und sowas, ne? Und hat schon was, ne? Cool. So. Wie sieht's hier aus? Da sind sie noch am Abforsten und sowas. Hier müssen wir auf alle Fälle gucken, dass sie da die Bäume noch mit weghauen. Die Kirche ist auf dem besten Weg, ne? Hier bauen sie die Häuser um. Okay, das ist auch cool. Wir haben 7 Arbeitslose. Das ist eine ganze Menge. Das heißt, wir bauen auf alle Fälle hier den dritten Holzfäller rein. So, und jetzt, ja, heißt es eigentlich erstmal nur abwarten, ne? Tja, mehr kannst du im Moment nicht tun, ne? Bin ja froh, dass wir von den Dingern hier nicht ganz so schlecht dran sind, ne? Halt, warte mal, was ist denn jetzt hier? Was willst du denn? Holz? Geht nicht. Tut mir leid. Das ist einfach gerade nicht machbar. So, das haben sie ausgebaut. Mega gut. Jetzt haben 6 Leute darin Platz. Das ist echt klasse. Ich weiß, wir haben viele Arbeitslose, aber ich will die haben hier für den Wehrturm. Ne? Ich will Soldaten haben, ein paar. Und ich bin mir nicht sicher, inwieweit wir hier tatsächlich dann mit irgendwelchen Soldaten oder sowas nach wie vor arbeiten können. Keine Ahnung. Aber gut. Mein Gott, hallo? Oh, wow. 29 Minuten. Leute, es tut mir leid, aber wir müssen leider aufhören. Es geht leider nicht anders. Ja. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Und ja, wer noch kein Abonnent ist, auch gerne mal ein Abo da lassen. Ich freue mich auf alle Fälle total. Und vielleicht schaffen wir die 500 bis Ende des Jahres ja doch noch, ne? Jo, genau. So, dann bleibt gesund und munter. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Nur zu Foundation. Bis dann. Ciao, ciao.